In dieser Lektion geht es um die Praxisanwendung des Wheelies. Ihr kennt den Vorwurf, das ist doch ein reines Angebermanöver. Ich würde sagen, nein, natürlich kommt der Faktor hinzu, dass man sagt, man hat viel geübt, man zeigt es auch mal, aber eigentlich geht es darum, der Wheelie fühlt sich super gut an, man fühlt die Bike-Kontrolle, man hat neue Herausforderungen, das hört auch so schnell nicht auf, man kann im Wheelie so viele Challenges annehmen, das ist einfach mega spaßig. Man kann im Wheelie auch mit den Kumpels oder Freunden immer Challenges machen, wer kommt am weitesten, wer schafft es im Kreis den Wheelie und so weiter und so fort, über Hindernisse. Ihr werdet merken, das macht einfach riesig Spaß. Doch auch im Gelände kann der Wheelie oder der Wheelie Impuls sehr, sehr hilfreich sein. Zum Beispiel für Hindernisse, wenn ihr im Trail bergauf fahrt. Das kann eine Stufe sein oder eine Wurzel. Da hilft es, sich erst klein zu machen, per Wheelie Impuls das Vorderrad auf die Stufe oder die Wurzel zu legen und dann exklusiv aufzustehen, das Hinterrad mitzuziehen und dann weiter im Sitzen pedalierend den Trail zu folgen. Ich empfehle euch, bevor ihr das im Trail macht, gerne auch an einer normalen Stelle euch ein Hindernis hinzulegen und dies zu üben. Sehr interessant ist es dann, den Wheelie früher zu starten und dann auf das Hindernis abzulegen, um dann impulsiv abzuspringen. Achtet auf euer Pedalmanagement. In dem Moment, wo ihr Hinterrad mitnehmt, sollten die Kurbeln wieder auf einer Höhe sein, damit ihr nicht aufkommt. Wenn ihr im Sitzen Strecke macht, ist der Wheelie natürlich auch ein netter Zeitvertreib und eine Herausforderung. Aber es kann auch helfen, wenn ihr zum Beispiel Schlammstellen oder Pfützen habt, leicht bergauf oder in der Ebene, ihr wollt sauber bleiben oder verhindern, dass euer Vorderrad einsackt, könnt ihr dies im Wheelie durchfahren. Das ist auf jeden Fall auch eine hilfreiche Fahrtechnik, manchmal auch über kleine Wurzelfelder, dass euer Vorderrad nicht wegrutschen kann. Eine weitere Anwendung in der Praxis von der Wheelie-Technik ist der Wheelie-Drop. Das heißt, man hat eine Kante, die man runterdroppen will, wo man keinen Anlauf hat. Das könnte eine Tischtennisplatte sein. Bitte übt es erstmal an einer kleinen Stufe, zum Beispiel an einer Bushaltestelle oder einer hohen Bordsteinkante, wenn kein Verkehr, kein Betrieb ist. Und dann steht man vor der Kante, alles jetzt im Stehen, macht sich klein, startet dann den Wheelie-Impuls mit explosivem Lospedalieren und sich aufrichten. Dann rollt man über die Kante, das Hinterrad fällt runter, man landet mit dem Hinterrad zuerst und kann dann die Landung aus Armen und Beinen abfedern. Wichtig beim Wheelie-Drop ist es, an einer kleinen Kante anzufangen, damit ihr Timing und so weiter erst üben könnt, weil zum Beispiel von einer Tischtennisplatte, wenn das Timing nicht passt und euer Vorderrad sackt ab, besteht auch Sturzgefahr. Ich hoffe, meine Tipps hier im Online-Coaching exklusiv für euch haben euch weitergeholfen. Ihr könnt damit üben, das ist ein Leitfaden. Ihr könnt die einzelnen Lektionen immer mal wieder switchen, auch einzelne Sachen, die ihr vorher mal geübt habt, wieder üben. Und natürlich, habt Geduld, habt Spaß daran, macht es nicht mit der Brechstange. Und ihr werdet merken, der Wheelie ist kein Hexenwerk, es braucht Zeit. Auch Profis haben dafür länger gebraucht. Gerne in der Facebook-Gruppe, im Forum oder per E-Mail Fragen an mich. Viel Spaß beim Wheelie-Fahren. Wir sehen uns in den nächsten Lektionen zu weiteren Themen. In dieser Lektion kommt einer der wichtigsten Punkte, wenn ihr lange Wheelies machen wollt, wenn ihr beim Wheelie locker sein wollt. Und bitte beachtet, das muss man wirklich fühlen. Ich beschreibe es euch jetzt, gebe euch ein bisschen Vorübung, aber dann müsst ihr es machen und tun. Dann werdet ihr sofort die Vorteile merken. Wenn ihr den Wheelie-Impuls sauber beherrscht, der Wheelie leicht bergauf auch schon über einige Meter klappt, habt ihr es so geübt, dass ihr euch aufgerichtet habt, dann waren die Arme gestreckt. So konntet ihr gut in den Wheelie starten. Jetzt kommt ein fortgeschrittenes Manöver, was euch aber enorm helfen wird, und zwar der Sattel. Wichtig ist, ihr müsst, bevor ihr den Wheelie startet, mit dem Po ein bisschen nach vorne rutschen, dann sitzt ihr hier deutlich vorne, dass ihr das Gefühl habt, ihr sitzt in dieser Sattelkuhle, und dann könnt ihr mit dem oberen Teil des Gesäßes, gefühlt auch mit dem Steißbein, auf das Sattelende runterdrücken. Ihr seht es jetzt hier sofort, das Vorderrad geht dann hoch oder für uns auch wichtig, es bleibt oben. Durch diesen Effekt habt ihr die Arme, die vorher ganz viel Zug hatten, entlastet. Jetzt könnt ihr auch die Arme leicht beugen, sitzt dann sehr angenehm und fühlt euch ganz frei in den Händen. Dieser Kniff, dass ihr den Sattel nutzt, um das Vorderrad oben zu halten, ist enorm wichtig, damit ihr weiterkommt beim Wheelie-Fahren. Sowohl die Länge des Wheelies als auch Kurvenfahren, Wheelie-Tricks wie One-Hand-Wheelie, No-Hand-Wheelie oder den Treelie, um einen Baum mit der einen Hand
zirkeln. Da gibt es unendliche Möglichkeiten und es fühlt sich einfach viel besser an. Das müsst ihr auf jeden Fall üben. Ihr könnt es vorher als Trockenübung machen. Rutscht mit dem Po nach vorne, drückt mit dem Steißbein auf Sattelende und dann packt ihr es in den Wheelie. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst es spüren und das wird euch weiterbringen. Ihr werdet sofort merken, geht das mit eurem Sattel sehr gut, weil wenn er sehr glattes Material hat, dann rutscht man schnell und kann nicht hier vorne bleiben. Da könnt ihr noch gucken, zieht ihr eine andere Hose an. Das hilft auf jeden Fall, wenn die etwas mehr Grip hat. Macht es, probiert es aus und dann geht es weiter in die nächste Lektion. In dieser Lektion seid ihr auf dem Stand, dass ihr Wheelies leicht bergauf schon sehr gut beherrscht. Ihr habt gemerkt, da kommen alle einzelnen Faktoren zusammen. Wenn ihr jedoch jetzt hingeht und ihr fahrt ein Wheelie in der Ebene, ist es nochmal eine andere Sache, vor allen Dingen auch dann, wenn es leicht bergab geht. Und zwar kommen die Faktoren des Mitpedalierens, Schaltens und vor allen Dingen der dosierten Hinterradbremse mit hinzu. Wenn ihr einen Wheelie in der Ebene fahrt, werdet ihr schnell merken, ihr habt das Gefühl, ihr fahrt dem Wheelie hinterher, müsst immer wilder treten, damit das Vorderrad nicht runtergeht. Da ist es wichtig, vorher schon in der Gangwahl einen guten Kompromiss zu finden, dass ihr den Gang so leicht habt, dass das Vorderrad noch schön hochkommt, wenn ihr explosiv lostretet, aber dass er auch nicht zu schnell dann sehr leicht wird und ihr das Gefühl habt, ihr tretet ins Nichts. Ihr könnt, auch wenn ihr ein gutes Schaltgefühl habt, auch im Wheelie schalten. Bitte achtet aber dann darauf, dass ihr euren Finger immer sehr schnell wieder an der Hinterradbremse habt. Wenn ihr dann in der Ebene immer schneller werdet, kommt dieses Spiel um den Streetpoint dazu, dass ihr auch das dosierte Nutzen der Hinterradbremse mit einbringen müsst. Sprich, ihr pedaliert, das Vorderrad bleibt oben, dann habt ihr das Gefühl, ihr kippt fast nach hinten, dann kommt ein leichtes Schleifenlassen der Hinterradbremse und ihr könnt den Streetpoint halten. Dieses Spiel aus stetigem Weiterpedalieren und dann sich zurücklehnen, die hier schleifende Bremse nutzen, ja, das müsst ihr üben, da kriegt ihr ein Gefühl für. Ihr habt jetzt höhere Geschwindigkeiten, deswegen müssen alle anderen Basics sitzen. Seitliches Gleichgewicht und so weiter, weil nach hinten abspringen oder zur Seite kippen sind bei diesen Geschwindigkeiten einfach viel zu gefährlich. Nun geht es bergab, ihr seid im Wheelie, wollt den Wheelie bei höherer Geschwindigkeit weiterhalten. Bergab ist man natürlich nicht mehr am Pedalieren, sondern jetzt läuft es weiter so, dass man sich zurücklehnt, ein gutes Gefühl dafür bekommt, die hintere Bremse zu nutzen und dann schleift die auch immer mehr. Das ist Learning by Doing und auch viel Kopfsache, dass ihr Vertrauen bekommt, auch bei schnellerer Geschwindigkeit den Wheelie bergab machen zu können. Dann ist nur die Frage, wollt ihr das wirklich? Wenn ihr eine Straße bergab nutzen wollt für Spielen, eignet sich natürlich der Manual. Dafür gibt es auch eine eigene Lektion, das kann ich euch sehr empfehlen. Nutzt für die Kurven im Wheelie eure Körperrotation, schaut dahin, wo ihr hin wollt. Dreht den Körper mit, nutzt die Hüfte. Ihr werdet merken, dadurch, dass ihr nur auf dem Hinterrad seid, werden die Kurvenimpulse sehr direkt genutzt. Ihr könnt enge Zirkel fahren, dann ist es wieder sehr viel seitliche Ausgleichbewegung, damit ihr nicht zu einer Seite kippt. Üben, machen und ihr werdet auch gute Richtungswechsel und Kurven im Wheelie beherrschen. Das waren ein paar Tipps. Wir sehen uns in der nächsten Lektion.